Rohöl aus Russland darf von diesem Montag an nur noch in Ausnahmefällen in die Europäische Union importiert werden. Außerdem greift die von der EU vereinbarte Preisobergrenze für russisches Öl, das an Drittstaaten verkauft wird, von höchstens 60 US-Dollar pro Barrel. Beide Maßnahmen, beschlossen wegen Russlands Krieg in der Ukraine, sollen dazu beitragen, die russischen Handelsgewinne zu begrenzen und dadurch auch Russlands Fähigkeiten zur Kriegsführung einzuschränken. Auch die G7-Staaten und Australien tragen den EU-Ölpreisdeckel mit. Kritik kommt aus der Ukraine, die eine Preisbegrenzung von 30 Dollar gefordert hatte. Russland hat unterdessen angedroht, dass es kein Öl an Länder liefern wird, die den Preisdeckel akzeptieren. Laut einem Bericht der Financial Times kauft Russland wegen der westlichen Sanktionen im großen Stil alte Tanker auf. Die auf diese Weise aufgebaute Schattenflotte soll zum Ziel haben, den Ölpreisdeckel zu umgehen und Rohöl weiterhin an Drittstaaten wie Indien, China oder die Türkei zu befördern.